Hallo, ich bin Robert Sonnleitner, ich bin einer der beiden Autoren von Wien geht Gassi und wir sind hier auf der Wiener Hundemesse und präsentieren hier eben unser Buch. Also ich denke, Hundebesitzer und Nicht-Hundebesitzer müssen einander einfach freundlicher begegnen und einander ein bisschen mehr Verständnis zeigen. Mir ist schon ganz klar, wenn ich als Nicht-Hundebesitzer mehr oder weniger Slalom durch die Hundehäufchen laufen muss, dass das frustrierend ist. Andererseits sozusagen muss man auch als Nicht-Hundebesitzer nicht gleich Hunde ablehnen und sagen, ah, die machen eher Schmutz und Ärger. Ich glaube, aufeinander zugehen, miteinander reden, ein bisschen auch Verständnis füreinander zeigen, würde schon helfen, um die Stadt hundefreundlicher zu machen. Und ich glaube auch, dass zum Beispiel Hundezonen, mehr Hundezonen helfen würden und auch Begegnungsstätten, also wo Leute, die keine Hunde haben, Leute treffen, die Hunde haben, sie streicheln lassen, miteinander reden. Das würde in Wirklichkeit schon helfen und schon reichen. Hallo, ich bin Isabel Neumeister, Tierexpertin von News. Und meine Lieblingsstrecken beim Spazierengehen sind am Kobenzl. Da kann man wirklich schön im Wald spazieren gehen. Ist im Sommer super, weil man eigentlich die meiste Zeit im Schatten geht und nicht in der prallen Sonne, was wichtig ist für die Hunde. Sehr gerne gehe ich auch am Treppelweg Donau. Dort können die Hunde halt super schwimmen gehen. Wobei mein Kleiner, der sein Windspiel, der geht gar nicht so gern schwimmen. Es gibt im 19. auch wirklich schöne versteckte Plätze in den Weinbergen, wo man raufgehen kann bis zum Oktagon dann und weiter eben kann man auch wieder zum Kobenzl rübergehen. Auch diese Strecke mag ich sehr gern, wenn es mal schnell gehen soll, gehe ich gern am Hungerberg. Das war eine lange Zeit ein Geheimtipp, ist jetzt in der Zwischenzeit schon sehr beliebt geworden und oft eher überlaufen, wobei ich nicht weiß, wie glücklich der Weinbauer darüber ist. Warum ist es deiner Meinung nach gut, wenn man verschiedene Strecken geht mit dem Hund, oder ist das völlig egal? Nein, das ist extrem wichtig, weil die Hunde kennen die Strecken nach kürzester Zeit in- und auswendig. Und das ist so, wie wenn ich ein Buch 50 Mal hintereinander lese, das ist einfach nach einer Zeit nicht mehr interessant. Und wenn ich meinen Hund dann beim Spazierengehen nicht ständig beschäftige, also das merke ich an meiner Labradorhündin ganz, ganz klar und so fort, die fängt an, sich selbstständig zu machen und dann, weil sie eine Fressmaschine ist, nach Futter zu suchen. Also was immer sie findet, stoppt sie sich dann rein. Einfach weil ihr langweilig ist, weil sie sich Beschäftigung sucht. Und deswegen ist es schon wichtig, immer wieder für Abwechslung zu sorgen. Aber ich mache es zum Beispiel auch so, ich gehe sehr viel mit Freundinnen und ihren Hunden spazieren, sodass die Hunde auch untereinander was voneinander haben. Sie haben ja jetzt einen besonders großen Hund. Ja. Und wo gehen Sie in Wien Gassi? Oh, in Wien derzeit nur am Ring und sonst fahre ich hinaus. Wo fahren Sie da hin? In die bucklige Welt. Und gibt es Ihrer Meinung nach in Wien genug Gassiwege? Nein, aber überhaupt nicht. Ich bin im ersten Bezirk zu Hause und an der Wien entlang sind genau 200 Meter und die sind asphaltiert. So lerne ich dem Hund, wie er prinzipiell auf dem Gehsteig scheißt. Okay. Und was würden Sie vorschlagen, damit die Stadt hundefreundlicher wird? Sich ein Beispiel zu nehmen am Bruck an der Leiter, dort sind 10.000 Quadratmeter eingezäunt und alle Hunde können frei laufen, sie können sich sozialisieren, sie können ihre Geschäfte verrichten. Das wäre es. Im Prater ein eingezäuntes Gelände, aber sehr groß, wo nicht die Jogger durchlaufen und nicht die Radfahrer meinen, sie sind die Besseren. Ich gehe in Wien gar nicht Gassi, weil ich in Tirol wohne. Und wie ist das der Unterschied, glauben Sie, von Tirol und Wien? Ja. Waren Sie da in der Stadt in Tirol oder am Land? Nein, wir sind am Lande. Ah, okay, dann ist das viele gut. Grüne Wiesen. Ja, super. Und glauben Sie, dass es in Wien gute Gassiwege gibt? Also ich muss sagen, wenn ich mal mit meinem Hund in Wien gewesen bin, ist es schön, im Prater spazieren zu gehen. Aber zum Beispiel meine Mutter wohnt im 16. Bezirk. Und da ist es echt schwierig, weil die komischen Hundezonen da, die sind voll gekackt bis zum geht nicht mehr. Und meine Hunde sind es gewohnt, erstens einmal, dass sie in der Wiesen eine machen. Ich glaube es auch immer auf, ich habe immer mein Sackerl dabei, auch bei uns zu Hause. Aber natürlich ist es das Problem, meine Hunde gehen in so voll gekackte Wiesen nicht rein, weil die graus und auf dem Asphalt kennen sie nicht. Ah, okay, alles klar. Also ich bin froh, dass ich am Land wohne.
Die Bremsen funktionieren bei ihm sehr gut. Also stehen kann er sicher super, oder? Ja. Der macht sich nicht los. Der geht bei den Locken auch rum und runter, da rein und hinten. Ja. Das wird nichts. Geben wir ihm trotzdem Applaus, bitte. Versucht, leider nicht. Ja. So, der Nächste, bitte. Gut, Motivationsgegenstand hast du. Schauen wir mal. Okay, da haben wir einen Wügel. Da haben die Bremsen jetzt nicht funktioniert, das hat man jetzt gesehen. Der hat mit alle vier Bremsen und trotzdem ist das nicht ausgegangen. So. Und hoffentlich hat ihm das jetzt nicht geschreckt, schauen wir mal. Der wollte gar nicht springen. Ja, du warst jetzt langsam, gell? Der war schneller wie du. Jetzt rund um den. Ja, der scheißt sich nichts, der hupft nur mal eine. Ah, das sind die Haken. Wo gehen Sie hin? Am liebsten gehen Sie im Hörndlwald. Ja. Oder am Leitzerteich. Oder sonst im Maurerwald. Und finden Sie, dass es in Wien genug Gassiwege gibt? Nein, es gibt viel zu wenig. Vor allem überall, wo man hier in Wien mit dem Hund Gassi gehen kann, gibt es auch Kinderspielplätze und die sind teilweise überhaupt nicht eingezäunt. Und es gibt mittlerweile so viele Kinder, die panische Angst vor Hunden haben, dass man mit dem Hund eigentlich kaum irgendwo hingehen kann. Oder wenn, dann zu Zeiten wie spät am Abend oder ganz in der Früh. Okay. Und wie, was hätten Sie für Vorschläge, um die Stadt hundefreundlicher zu machen? Dass man einfach zum Beispiel auch im Prater nicht nur eine Hundewiese macht und die nicht einzäunt, weil die Hunde laufen ja dann auch auf alle Wiesen, dass man einfach mehr Hundeflächen, große Flächen einzäunt, sodass man auch die Hunde laufen lassen kann, einmal ohne Leine. Es wäre jederzeit überall möglich. Warum glauben Sie, ist das nicht so? Woran liegt das? Kann ich Ihnen nicht genau sagen, aber ich glaube, dass Wien keine sehr hundefreundliche Stadt ist. Na? Nein. Weil welche Städte sind Ihrer Meinung nach hundefreundlicher? Oder was wäre ein Beispiel für Wien? Ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel Florenz zum Beispiel. Da wird sich niemand aufregen, wenn Sie mit Ihrem Hund in der Stadt spazieren gehen. Da haben die Kinder zum Beispiel keine Angst vor Hunden. Ja? Also Sie können in jedes Kaffeehaus gehen, ohne dass sich jemand beschwert. Sie können den Hund auch zum Essen gehen mitnehmen, ohne dass sich jemand beschwert. Sie können ihn an den Flussufern laufen lassen. Es wird sich niemand beschweren. Also das ist natürlich schön. Liegt das auch an der, ich weiß nicht, an der Erziehung oder an der Politik? Oder an was liegt es, dass die Kinder so Angst haben vor Hunden? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich meine, meine Kinder haben keine Angst vor Hunden. Die sind aber auch mit Hunden aufgewachsen. Ja? Ich kann Ihnen nur ein Beispiel nennen. Ich bin Bus gefahren mit dem Hund an der Leine und mit Maulkorb. Und ein Kindergarten ist eingestiegen. Und zwei Drittel dieser Kinder haben angefangen zu schreien und zu weinen. Schade. Daraufhin bin ich bei der nächsten Station ausgestiegen mit dem Hund, obwohl er Maulkorb und Leine hatte. Aber die Kindergärtnerin hat gemeint, die Kinder haben alle Angst vor dem Hund. Wobei meiner ja auch sehr gefährlich aussieht. Wie heißt Ihr Hund? Tangri. Komm hier. Mach Sitz, ha? Ab. Wir kommen jetzt zum Steg. Der Hund muss die Kontaktzonen beim Auf- und Abgang korrekt nehmen. Nicht wirklich. Es gibt zwar einige Hundezonen, aber wenn man die anschaut, wie groß die sind, das ist für Hunde nicht wirklich geeignet. Es gibt keine geeigneten Hundespielplätze, keine geeigneten Hundewiesen, wo sie wirklich einen Auslauf haben. Also wenn man nicht wirklich am Stadtrand wohnt und auch dort die Hunde verbotenerweise am Feld laufen lässt, gibt es in Wien nicht viele Möglichkeiten, dass man da irgendwas machen kann mit denen. Außer auf die Hundeplätze, wo man dementsprechend trainieren und üben kann. Was wäre Ihr Vorschlag für Hundefreunde für die Stadt? Oder Ihr Wunsch? Ja, mein Wunsch. Weil es größere Hundeauslaufzonen gibt, wo man es wirklich frei laufen lassen kann. Die können ruhig eingezäunt sein. Ja, das war dann ein großes Anliegen von mir an die Stadt Wien. Die Stadt Wien hebt auch genug ein. Wenn man mehrere Hunde hat, geht das auch ganz schön
auf die Finanzen. Also da war einiges möglich. Und was ist Ihr Tipp für Hundehalter in Wien? Mein Tipp an Hundehalter ist, dass sie sich an die Gesetze halten, ganz normal, wie jeder andere auch, dass, wenn sie die Hunde lösen, dass das auch wegrahmen, weil das liegt ja dann immer an den Hundehalter, der Hund kann nichts dafür. Finden Sie, dass es in Wien genug Gassi-Wege gibt? Naja, es wird immer weniger. Auch im 22. gibt es sehr viele Grünflächen, aber zu wenig für Hunde umgewidmet. Und was wäre Ihr Vorschlag für eine hundefreundlichere Stadt? Naja, mehr Hundezonen. In der Innenstadt schwierig, ganze Wege zu finden, die man jetzt mit dem Hund ohne jetzt größere Probleme oder Umstände bewältigen kann. Aber es gibt sie. Es gibt sie, man muss sie nur finden, beziehungsweise einen kurzen Blick ins Buch werfen, wo man, Wien geht Gassi. Wenn man da einen Blick reinwirft, sieht man nicht nur Wege, die ins Grüne führen, sondern auch Wege, die in der Stadt mit dem Hund bewältigbar sind. Ohne dass man jetzt ständig mit dem Hund Leine gehen muss oder ständig aufpassen muss auf Autos, Radfahrer etc. Jeder hat so seine Gassiwege, jeder geht mit dem Hund raus, weil der Hund will ja doch draußen sein Geschäft verrichten, beziehungsweise die Besitzer wollen das auch und Besitzerinnen. Abwechslung. Abwechslung für den Hund ist irrsinnig wichtig. Da fängt der Kopf zum Spülen an. Neue Situationen, neue Umgebung, da wird den Hund nie langweilig. Und wenn ein Hund nie langweilig wird, dann wird dem Besitzer und Besitzerin auch nie langweilig. Mit dem Hund in der Stadt wohnen, ist natürlich ganz besonders, wie wenn du am Land wohnst. Mit Garten zum Beispiel. Was aber der Vorteil ist in der Stadt, man ist schnell in gewisse Bereiche, hat eigentlich großteils alles in der Umgebung, auch für den Hund. Und wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt und die Freude daran hat, dass man jetzt einfach ins Grüne geht oder mit den Öffis wohin fährt und dann ein bisschen herumgeht mit dem Hund, wenn man sich die Zeit nimmt, wenn man Spaß daran hat, dann ist das Wohnen mit Hunden in der Stadt überhaupt kein Problem.